Hätte sogar noch ein S-Rang sein können, wenn ich nicht gestorben wäre. Also in Sonic Adventure 2 war das noch schwierig. Warte, was? Ach Gott, Cream and Cheese, auch die beiden unnötigsten Charaktere neben den Chaotix. Okay. Speed Highway. Das heißt... Wenn ich... Ach, mit Bs, Light Dash, ne? Ach, Y, okay. Da hätte ich jetzt drücken müssen. Davon bin ich auch kein Freund. Aber so geht's. Aber das war gerade interessant. Weil ich die Sidestep-Funktion in Sonic Unleashed halt schon relativ cool fand. Oh Gott, ich hätte da gerade driften können, ne? Ah, mit Right Trigger. Okay. Gut zu wissen. Oh Gott, bewegliche Plattformen, die nach einer Zeit zusammenfallen. Bin ich kein großer Freund von. Ernsthaft? Was ist das überhaupt für ein Highway, dass die Autos fahren können? Ich meine, mit Loopings und allem. Ich bin nicht gestorben, oder? Ich finde sie absolut sinnlos. Oh. Das werden wir auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme spielen. Mir gefällt auch der Remix.
Warte, da ist ein Leben. Das nehme ich. Warte. Das lasse ich so nicht gelten. Oh, jetzt steht da schon, dass das City Escape ist. Ja, es ist City Escape. Ach Gott, ist das auch dieses... Das ist das Chao-in-Space-Ding. Das man in Sonic Adventure 1 und 2 einfach überall gesehen hat. Also man hat wirklich auf Details geachtet. So, hier war irgendwo... Okay, okay, ja, ihr habt gewonnen. Wenn ich Leben suche, verliere ich mehr, als ich kriege. Wobei, ich kann mir auch eigentlich Leben kaufen. Regen kaufen, klar. Wirklich verwenden werde ich die Punkte sonst eh nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach mal irgendwann hin und grinde so ein bisschen Leben. Ja, bitte. Irgendwann sollte ich vielleicht mal Leben grinden, aber hat das irgendwelche Konsequenzen, Game Over zu haben? Abgesehen davon, dass man keine Checkpoints im Level hat? Weil dann ist es eh egal. Sonst würde ich irgendwann mal Leben grinden. Dann kann ich das Spiel auch spielen, ohne aufzunehmen. Halt nur Green Hill Zone oder so, aber... So, wenn ich es jetzt schaffe... Nee, so hoch komme ich nicht. Wow! Der Truck! Tschüss, Truck! Oh Gott, was? Oh, Gegner! Crash 40 hat übrigens auch vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Ich glaube, das sind zwar nur 4 Lieder, aber wow. Klingt hervorragend. Ich find's gut. Oh Gott, was? Okay, da war kein Loch. Gut. Kann ich mitleben. Da hätte ich gerade locker in die roten Ringe springen können, aber zu langsam. Oh Gott, was? Krieg ich jetzt doch ein Skateboard? Wobei das in Sonic Adventure 2 ja kein Skateboard war, sondern einfach nur eine Metallplatte. Hat das Skateboard gerade irgendwas Sinnvolles getan? Ah. Na, wenigstens zählt das Dach des Trucks nicht als irgendwie als Abgrund oder wow. Das ist überhaupt kein nerviger Sound, oder?
So. Und jetzt die Modern-Variante. Vorausgesetzt, man muss nicht ewig warten, bis man wieder die Farbe da ist. Ah, und da, ja, okay, Rouge war ja auch zum ersten Mal in Sonic Adventure 2 dabei. Macht natürlich Sinn, dass wir sie hier befreien. Oh Gott, das funktioniert hier schon sehr viel besser als in Adventure 2. Man darf Right Button und Right Trigger nicht verwechseln. Oh Gott, das war auch so wieder so ein Teil, ne? Die habe ich schon in Adventure 2 eigentlich selten richtig hinbekommen. Vor allem, wenn es mehrere hintereinander waren. Ich brauche Ringe und ich brauche Boost. Evil Truck, Evil Truck. So habe ich City Escape nicht in Erinnerung. Das kann man nicht überspringen, oder? Überspringen. Thanks, Big Blue. That's the first time I've ever been stolen. Rouge existiert eigentlich auch nur, wenn man ein Gegenstück zu Knuckles für die Dark Side in Sonic Adventure 2 brauchte. Und das merkt man, aber sie ist jetzt auch nicht so schrecklich. Also ich finde sie nicht so unnötig wie Cream oder die Chaotix. Ah, okay, so funktioniert Stampfen. Dass ich das nach über anderthalb Stunden auch mal raus habe.
Okay, hier wären Challenges, wenn sie schon freigeschaltet werden. Hier ist das Boss Gate. Oh, hallo. Im nächsten Akt kann ich Wandsprünge machen. Warte, ich mache gerade die Modern-Version, ne? Ich mache ja normalerweise eigentlich die Classic-Version zuerst. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel genau dieses Level ist, aber... Wow. Weißt du was? Wir machen zuerst Classic.